Ich habe seit meiner Geburt eine Gabe. Die Fähigkeit zu sehen, was noch kein menschliches Wesen je zuvor gesehen hat. In meinem Kopf herrscht Chaos. Die Bilder, die Geräusche, der Geruch. Ich muss mich erinnern. Muss alles wieder sortieren bis zu diesem Moment. Mich erinnern, wer ich bin. Wenn ich sagen müsste, wie alles begann, könnte meine Geschichte auch hier anfangen. Ich habe sie alleine am Straßenrand gefunden. Mitten im Nirgendwo. Aber dann kannst du doch das Blindspann mit mir mitmachen. Ist das ein Unfall? Hat man sie überfallen? Vielleicht einen Namen. Soll ich jemanden für Sie anrufen? Sie haben sicher Familie. Freunde? Irgendjemand, der mir sagt, wer Sie sind. Das ist ja ein Blind Run für mich. Hey. Sie reden nicht viel, was? Wenn Sie mir nicht helfen, kann ich nichts für Sie tun. Also das weiß ich, dass jetzt gleich irgendwelche Special Units kommen und dann Dinge machen. Daran kann ich noch erinnern. Aber danach, glaube ich, war es das auch schon. Ist das eine Narbe? Ah doch, nee, danach kommt das Tutorial mit dem kleinen, als kleines Kind. Ja. Sie müssen sie stoppen, sie haben keine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Sie sollen unbedingt auf mich warten. Stellen Sie umgehend Kontakt her, verstanden? Sie müssen sie stoppen! Wahnsinn, verdammte Idioten! Ich weiß. Sie kommen. Was ist hier los? Die Kleine, die heute reinkam. Wo ist sie? Ich sag's mal so, bis 12, vielleicht 12:30, dann denke ich mal, mache ich Schluss heute. Das ist eine gute Frage, was sie getan hat. Das Experiment. Ich weiß gar nicht, ich muss es auswählen. Geht wieder. Ich habe gerade unten nur unterm Tisch mal. Oh, ich war unterm Tisch. Ah, ich habe am Kabel gewackelt. So, also nochmal.
Wenn jetzt das X wieder nicht geht, dann schwöre ich. Da bist du ja. Na, wie geht's dir heute, Jody? Gut? Ich störe dich nicht gern beim Spielen und kannst so. Kannst du mal dann weggehen, du? Ich glaube, es wird Zeit, Süße. Jetzt. So, sehr schön. Wahrscheinlich habe ich eben beim Wackeln zu sehr dran gewackelt. Komm, Kleine, zum Spielen hast du doch nachher noch Zeit. Okay, wir gehen jetzt direkt einmal mit und ich gucke jetzt einmal, ob ich den Fernseher ausbekomme. Aber wenn das jetzt nicht geht, dann... Ja. 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 Ja, wunderbar. Es tut mir leid, ich habe mir halt eben einfach einen fappen müssen. Das ist dann einfach so, dass... Da kann dann schon mal so ein Kabel verrutschen, ne? Das ist dann normal. Und ja, dieser Channel ist ab 18. Und es ist schon spät. Wir haben ja schon nach 10 Uhr, von daher darf ich auch solche Witze reißen. Hallo, meine Süße. Du siehst hübsch aus heute. So. Einmal aus das Ding hier hinten, damit wir das nicht alles doppelt hören. Wir sind da. Babysitting-Dienst heute, hä, Cole? Hahaha, wirklich? Hey, Jody. Na, wie war bisher dein Tag? Ziemlich gut. So. Okay, wir setzen das hier jetzt auf. Ist nicht schlimm. Genau wie eine Krone. Jetzt bist du eine Prinzessin. Keine Sorge. Es ist alles in Ordnung, mein Schatz. Ich bin nebenan, wenn irgendwas ist, okay? Hey, Jody, kannst du mich hören? Ja, kann ich. Geixt habe ich dich gerade. Okay, los geht's. Kathleen ist nebenan und sie hat die gleichen Karten wie du. Gut, wir wollen jetzt, dass sie eine Karte zieht und sehen dann, ob du sagen kannst, welche sie gezogen hat. Glaubst du, das wird gehen? Gut. Okay, dann geht's los. Erste Karte. Nächste Karte. Ein Viereck. Nächste Karte. Wellenlinien. Wirklich gut, Jody. Versuchen wir mal was anderes. Da sind ein paar Bauklötze auf dem Tisch im anderen Raum. Kannst du die Klötze vielleicht umwerfen? Gut, Jody. Kannst du da drin noch was anderes bewegen? Thank you.
Jodie, Schatz, das Experiment ist vorbei. Nein, Kathleen, sie ist nicht verschlossen. Sie klärt sich ja nur. Ein Moment, ja? Ruhig, Kathleen, geh du zur Tür. Du musst jetzt damit aufhören, Jodie. Der Test ist vorbei. Du musst jetzt aufhören. Ganz ruhig, Kathleen, wir sind unterwegs. Super. Jodie, da stimmt was nicht. Sie ist in Gefahr. Ihr müsst sie da rausholen. Niemals vorbei sein. Da hat sie wohl recht. Da hat sie wohl recht, die Ärmste. Ist das so von der Musik und den Stimmen her in Ordnung oder soll ich da ein bisschen... Kathleen gewürgt. Gut. So. Und ich meine, dass... Wenn ich jetzt zu dieser Party gehe und dann jetzt... Ja, genau. Also bis dahin habe ich gespielt. Weiter habe ich die gespielt. Also das habe ich gesehen und danach war es das. Ab jetzt blind. Das Kleid ist Schrott. Ich hätte lieber was anderes anziehen sollen. Nein, das Kleid ist perfekt. Sieht toll aus. Ich fühle mich, als ob alle herstarren. Das ist nicht nur ein Gefühl, es starren uns alle an. Aber das Wichtigste ist, sei natürlich. Wenn dich jemand anspricht, einfach immer lächeln. Also verhalte ich mich jetzt natürlich oder soll ich lieber lächeln? Ich wusste gar nicht, dass du Humor hast. Nur wenn ich Todesangst habe. Ryan, welche Freude, dass Sie hier sind. Ich freue mich auch, Scheich Ahmad. Das hier ist meine Assistentin, Elizabeth. Ich bin entzückt. Ja. Die amerikanische Diplomatie verfügt über solch anmutigen Charme. Ich bin sehr erfreut, Elisabeth. Gentlemen, ich will nicht länger stören. Wir reden später, Ahmad. Ja, bis dann, Ryan. Er hasst mich. Er würde mich wohl am liebsten erstechen. Aber ich glaube, du gefällst ihm. Sehr schmeichelhaft. Ich muss Hände schütteln gehen. Bleib ruhig und misch dich unter die Leute. Du weißt, was du tun musst. Ja, Botschafter. Wie schön, Sie hier zu sehen. Ich brauche einen ruhigen Platz. Okay. Wer findet auch, dass solche Scheichs es immer absolut übertreiben? Ich meine, ja, klar, die haben einen großen Reichtum, aber ganz ehrlich, muss man das so ein Prunkbaut hier machen? Ist das nötig? Ja.
Ah. Female Toilet. Das ist der ruhigste Ort, bei dem ich mir vorstellen kann, die Toilette. Ganz ehrlich. Gesundheit. Also allein die Toilette, ey. Aiden, bist du bereit? Da ist ein großes Bild in einem der oberen Räume. Dahinter ist ein Safe. Die Dokumente, die wir suchen, sind da drin. Aber es gibt Wachen und Kameras, also sei vorsichtig, verstanden? Schnell, Aiden. Es tut so weh, wenn du so weit weg bist. Wie ist eigentlich mega geil. Mit dem Porträt des Scheichs. Hier muss es sein. Irgendwo muss ein Schalter sein. Um das Bild zu bewegen. Such ihn, Aiden. حسام، اذهب والقي نظرة على مكتب السفير. حاضر، سأذهب حالا. غريبة على الشاشة. Scheiße. Die Kamera war an. Die Wache kommt. Verhalte dich ruhig, sonst schlägt der Alarm. أنا في المكتب. كل شيء في مكانه. Das war knapp. Es gibt sicher noch einen Weg. Hier muss es sein. Aiden, tu, was du musst. Mist, du musst zuerst die Wache ablenken. Mal sehen, ob du den Safe aufkriegst. Jetzt lesen wir die Dokumente. Beeil dich. Ich kann nicht mehr viel länger. Okay, nicht bewegen. Boah, sieht das gruselig aus, meine Fresse. Boah. Alter. Boah, da krieg ich mir ja Albträume von dem Blick, ey.
من أحد هناك. الرجاء الخروج من هناك على الفور. Seit wann sind Männer erlaubt, darauf zu gehen? Frauentoilette. Oh Gott, sagen, hä? Sehen Sie, ich kann nichts tun, um Ihnen zu helfen. Ich dachte, man könnte vielleicht das Blut sich irgendwie aus dem Gesicht wischen oder waschen. Waschen geht auch nicht, oder was? Boah, die Ärmste, doch, das geht. Die Ärmste, ey. Trotzdem tut sie mir echt leid. Okay.